Liebe Kunstfreunde, ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer Vorstellung eines Gemäldes, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Es ist das Werk Sommer von Uwe Fährmann. Es ist ein atmosphärisches Werk, wie man es sich atmosphärischer eigentlich gar nicht vorstellen kann. Bei der Betrachtung des Werkes wird man unmittelbar konfrontiert mit Erinnerungen an die eigene Kindheit. Wenn man im Sommer in der Natur unterwegs ist, im Waldteich schwimmt, durchs hohe Gras rennt, man hört die Bienen summen, man hat den Duft des Waldes oder des Sees in der Nase oder des Gartens bei der Oma, in dem man mit den Cousins und Cousinen gespielt hat. Das sind ganz intime Einblicke in das eigene Selbst, die Uwe Fährmann hier regelrecht triggert. Er hat das Ganze künstlerisch sehr anspruchsvoll umgesetzt. Wir sind als Betrachter gefordert, das Werk selbst zusammenzusetzen. Es ist ein Kind angedeutet, von dem wir nicht ganz klar wissen, schwimmt es in einem See oder rennt es durchs hohe Gras. Was wir aber wissen, sein Blick ist nach vorwärts gewandt, nicht in die schnöde Erwachsenenwelt, wo der Betrachter das Bild analysiert und darüber nachdenkt, wie diese Komposition am besten zu beschreiben wäre. Nein, der Blick des Kindes, der ist in die Unendlichkeit gerichtet. In die Unendlichkeit, die der Sommer für Kinder zu haben scheint. Genauso unendlich, wie die Kindheit selbst zu sein scheint, wo das Erwachsenensein mit all seiner Ernsthaftigkeit in weiter Ferne liegt. Ich lade Sie dazu ein, dieses ganz besondere Werk nun mit der Kamera aus der Nähe zu erkunden. Und wenn Sie daran interessiert sind, das Werk einmal bei uns in der Galerie zu besichtigen oder es direkt zu kaufen, rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine Nachricht oder chatten Sie mit uns. Und eins noch, das fällt mir gerade ein. Normalerweise empfehlen wir immer einen Rahmen zu unseren Gemälden. Bei diesem Werk möchte ich nicht unbedingt zu einem Rahmen raten. Denn ohne Frage würde ein weißer, schwarzer oder metallicfarbener Rahmen sehr zur Aufwertung des Motivs beitragen. Die Farben würden hervorgehoben werden. Es wäre eine wertige Darstellung in Ihrem Raum. Aber, und das bitte ich Sie zu bedenken, die Atmosphäre des Werkes würde beschnitten werden. Die Atmosphäre, die sich in Ihrem Raum ausbreiten kann und die Ihnen eine Atmosphäre von Sommer bringt. In diesem Sinne, denken Sie immer daran, wir machen Kunst.